So, Leute, gucken wir mal, ja. Wir werden jetzt erstmal uns heilen. Und dann gehe ich mal ganz kurz runter gucken zu dem Typ, dem, wo wir das blaue Dynamit in das Ding gegeben haben. Denn ich denke, das könnte man nämlich jetzt machen, dass wir jetzt auf Dynamit umstellen. Na gut, er hat ja nichts mehr. Das sind 8 Waffen. Nee. Nee. Ah, Utah. So pleasant to the eye. Ja, weiter, weiter. Weiter. Let's go that way. So, gucken wir mal. Der hat ja das Bandmitglied untersuchen, okay. Machen wir mal mit dir, wir kriegen 25 Dollar. Okay. Er ist normal. Oh, warum wir ihn dabei haben. Why Okay. am I with you people? Who else would have me? Okay, alles andere kann ich nicht handeln. Ja, hat er. Sogar günstiger. Dann würde ich sagen, ja, das passt. Das haben wir eigentlich genug, oder? Ja. Good to finally feel the warmth. Können wir gleich noch gucken, weil sieht nach dem Are we letzten Jahr there aus. yet? So, ich nahm den Zug unter die Lupe, um sicherzugehen, dass er auch unseren Ansprüchen genügen würde. Er war sehr robust und würde sich sicher nicht durch einen Baumstamm oder eine Barrikade aufhalten lassen. Ein absolutes Biest auf 4 Rädern. Auf Rädern. So. Wir haben die Gatling auf dem Waggon direkt hinten in der Lok angebracht und den Sprengstoff vorbereitet. Es war alles bereit für Operation Trojanischer Zug. So, du wirst dieses Kapitel gleich abschließen. Vergewissere dich, dass deine Bande bereit ist, bevor du weiterziehst. Okay. Das heißt, wir verschwinden von hier. Jo. We'll hit them hard and Ich habe hier nichts mehr zu tun. Mow through them like a bison herd. They won't know what hit them. Positions, everyone. We're on the move. So, erstmal hier tauschen. Take your time. Bearbeiten. Die Waffe. Keiner. Hat direkt alle Waffen hergegeben. Die Pistole. Das ist die 9er. Hier. So, Dynamit raus. Wir gehen jetzt auf das blaue Zeug. Das kriegst du zweimal. Und hier warten wir mal gleich. Du das und das. Ja. Bei ihr, das bleibt so. Hier das. Raus. Und das. Und das. So, ab auf die Karten. Das kann so bleiben. Und bei ihr kann auch so bleiben. Du hast Full House, kann auch bleiben. Ja, ich würde sagen, das kann alles so bleiben. Gehen wir mal das Inventar noch durch. Ja. Ja. Das ist die. Okay. Motherfuckers!
Stand down, people. We made it. Faster. Faster, you lazy bones. This is the final stretch. We push through the camp. Get on that bridge. Set the explosives and run. I want to see you all on the other side, so don't even think about kicking the bucket here. That was one hell of a pep talk, Carter. That has to be how they control those beasts. We should check it out. All right, we can try, but do it fast or not at all, folks. On my mark, go! Okay. Wie gehen wir vor? Also ordnen. Wie weit ist die Reichweite? I'm gonna need a new coat. My favorite one's full of holes. Neuner Schaden. Bleiben 6 übrig. Das würde gehen. Das würde gehen. Easy. Ja, das würde gehen. Patience. Wow, der Köten. Ja, geil. Auf der einen Seite wieder nicht, weil ich brauche ja dieses... Aha, verdammt. Auf der einen Seite ist es aber auch nicht geil, obwohl...
Nee, das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Okay, dann machen wir das. Ich habe aber gedacht, der killt ihn auch. Ich war kurz davor. Wahnsinn. Ready to roll. Keep it steady, girl. Alter, was läuft denn hier ab? Warum killen die gerade wie verrückt? Jetzt habe ich ein Problem da oben, weil das war jetzt nicht so geplant. Einer sollte schon überleben. Nee, das ist jetzt alles nicht so geplant gewesen. Ich den Indianer, der muss mir jetzt helfen, weil das da ist ja krass, ey. Das war jetzt gar nicht so gedacht. Wow, der killt auch hier oben. Aber hier oben bringt es mir eigentlich auch nicht viel, ne? Sandigo. Nee, das ist jetzt alles ein bisschen dumm gelaufen. Das hätte so nicht laufen sollen. Denn die da oben müssen weg. Oh, warum hast du die jetzt gekillt? Das kann doch nicht wahr sein, Moment mal. I ain't afraid of death. I've sent him a lot of business over the years. Keine Sicht. Naja, das muss ich nochmal machen. Dass du killst, das war nicht so geplant. Yeah. Ist ja Wahnsinn, ey. Der schießt und killt den direkt. Dann machen wir das jetzt hier so. Das hat er fast weggehämmert schon wieder. Ready to roll. Aber schon krass. Falsche Einheit. Mann, wie machen wir das jetzt am besten, dass das da oben auch klappt? Wenn ich hier hingehe. Das müsste gehen. Pegel her müsste das perfekt klappen. Ja, habe ich alle dran. Einfach nur krass, wie die alte killt. Einfach nur krass.
mal, der Pegel ist. Ja. Hier hin. Gekillt krieg ich's nicht, glaube ich. Du eigentlich vergessen. Geilen Headshot. Nee, aber. Doch. Ich krieg den doch gekillt. Ah, das wäre es fast hier auch gewesen. Ich komme an den da hinten nicht ran, sehe ich gerade. Okay, das ist nicht schlimm. Dafür habe ich auch einen Indianer noch. Das ist nicht so schlimm. Okay, der jetzt eh. So, ich habe hier auch noch ein Dynamit, fällt mir mal gerade so ein. Und das ist hier eh jetzt. So, machst du jetzt? I'm waiting for us to sip Bacardi again at the saloon from a glass. Der Schaden, ja, also der Indianer würde. Du würdest ihn killen. Mit. Will ich gucken. Ja, du würdest ihn killen normal. Also so. Wie viele Bewegungen wären das? 2. 10 Schaden. Mach das. Sehr gut. Du würdest ihn killen. Ja. Du kannst nicht mehr feuern. So, jetzt kommen wir zu dir. Ups, Entschuldigung. Ah, Moment. Moment. Boah, ich hab grad Schokolade gegessen. War eine scheiß Idee. Das war im Spiel. Das war eine scheiß Idee, gerade. Das war eine richtige scheiß Idee. Was macht denn das Ding eigentlich für einen Schaden? 7. Wow, der würde den sogar killen. Und dann hätte ich sogar mein Gewehr wieder, meinen Gewehrschuss wieder. Moment mal, da fällt mir gerade was ein. Weg. Ja, warum soll ich das jetzt nicht benutzen? Wäre ja schwachsinnig. Showtime. So, der Indianer hat hier auch. Looking for trouble? Smart!
Bewegung 1. Leave it to me. Ich würde sagen, machen wir hier mal Deckung. Da kommt er. Komm nur. Ja, kommt auf ein Stück. Perfekt. 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 Der Indianer. Der geht jetzt einfach hier hin. Guck mal gerade dein Streuschuss. Ja, das muss gehen. Obwohl, warte mal. Warum eigentlich so kompliziert? You wanna speak with the dead? Warum immer so kompliziert, wenn es doch eigentlich einfach ist? 50%, 100%. I've never let fate deal me a bad hand. Also. Also von hier oben kannst du das nicht machen, ne? Das habe ich jetzt ein paar Mal mitgekriegt. Bringt auch nichts hier runter zu gehen, weil es kostet mich zwei Bewegungen direkt. Obwohl, von hier aus würde es gehen. Na, komm mal her. Let's do this. So, der Indianer. Hier hin. Perfekt. Old Man. Sehr gut. So. Böde Schattenfenster. Ah, guck mal an, da oben. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Smart! Done and done. Names their kid Jin anyhow. Ready to roll. Easy. So, wo sind sie denn? Ah, da kommen sie. Oh, nicht so, sowas bitte nicht. Und wenn, oh fuck, ein Wendigo. Und noch. Oh fuck. Das ist übel. Ach du heilige Scheiße.
so ein Blackheart natürlich. Ah, es ist natürlich wieder reizend. One and only. Er hat hier 75%. Will do. Warum bewegst du dich, wenn ich da draufklicke? Moment. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich drücke hier drauf und der bewegt sich. Ey, du musst hier so höllisch aufpassen. Ich habe hier drauf geklickt und er bewegt sich. Hä? 100%, 8 Schaden. So, das Problem, wo ich hier sehe, ist dieser Bendigo. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe noch keine Idee. Ich würde mich auf jeden Fall ein Stück zurückziehen, das wird schon mal Fakt sein. Aber, naja, vielleicht kriege ich die auch weg, aber... Ja. Yeah. Dann müsste ich vielleicht erstmal den da hinten außen vor lassen. Ich glaube, du kannst jetzt nicht viel machen, ne? Nicht wirklich. Hast du Eider Dynamit schon verbollert? Echt? Okay, krass. Das ist krass. My trick sometimes feels just like praying, but with faster results. Das wäre nicht schlimm, weil ich könnte ja mit ihr den Killen hinten könnte ich dann das noch machen. Wäre möglich, ne? Looking for trouble? Wäre sogar noch besser. Ja. Hier sind es 100%. Wären kein Problem. What's the play? Moment mal, ich habe doch keine 3 Dynamit schon geschmissen. Vergessen. Vielleicht doch, vielleicht doch. Oh, du könntest den killen. Oh, das ist natürlich jetzt richtig krass. Zack, zack, hier. Ich müsste dann aber eins hier vorgehen. Hier hin. Ah, hier so hin. Here I go. Das müsste voll reichen. Let's go.
Dann du. Ne, kriegst ihn jetzt mal nicht gekillt, aber das kommen wir nachher hin, das ist das wenigste Problem, glaube ich. Geh mit dir hier hin. Ah, ich kann den nicht so kriegen, ne? Nee. Ortman, du müsstest dem eine verpassen. Wie viele Bewegungen wären das da oben? Alter, drei Bewegungen, das ist doch nicht wahr. Der ist so scheiße schnell. Und trotzdem. So, hier brauche ich nur eine Bewegung. Jupp, das würde reichen. Das würde hier für den auf jeden Fall reichen. Dann eine Bewegung und dann habe ich ihn. Weil ich mache 5 Schaden, ja. Das ist das richtig Gute hier dabei. Ja. Jetzt hätte ich hier... Und jetzt fühle ich mich echt verarscht. Jetzt fühle ich mich mega verarscht sogar. Also ich könnte Folgendes machen, dem Wendigo so eine mitgeben. Ein Nahkampf, das bringt nichts gegen den. Also irgendwie fühle ich mich jetzt ein bisschen verarscht. Ja. Weil das ist ja echt ein bisschen super gewesen, oder? Also. Das ist doch echt ein bisschen verarscht. Na, jetzt kriege ich den auch so. Geplättet ohne Probleme. Aber er wird jetzt das Problem werden, ja. Wird es das Riesenproblem werden. Wären 8, dann wären wir bei 6, dann sind wir bei 14. Acht,
14. Er könnte maximal zweimal feuern. Was würdest du denn an dem keinen Schaden machen? Ja, keine, weil er hat ein Wendigo. Ja. Ach, 14. 20. Boah, maximal 26. Komm auf maximal 26 Schaden. Are you mad? Alter, warum bewegst du dich jetzt? Und jetzt kann ich es nochmal machen. So, wieder mal hoffentlich, dass jetzt wir uns nicht wieder 10 mal bewegen. Zum Kotzen, echt. Das ist zum Kotzen. Ich denke, ich werde erstmal hier auf diese Wendigos gehen. Diana macht es nachher. Ich fange mit ihr an. Ja? Yeah. Also so eine Verarsche das da, ne? Das ist unfassbar. Alter, du hast die vor deiner Nase. Also echt, ich verstehe nicht, wie man sowas nicht sehen kann beim Spiel. Also das ist echt, also das Spiel ist nicht gerade für ein Spiel ist. Das ist echt eine Note 6. Das kannst du nicht anders als eine 6 bezeichnen. Das ist ja schlimm. Das ist ja einfach nur schlimm. Acht Schaden. Just point. Ja, das ist einfach nur eine Verarsche, das da. Das kannst du echt. Du kannst dir nicht mehr erklären, dass da. Zwei Schaden. Das würde gehen. Sag mal, willst du Spiel mich verarschen? Da stand 2 und nicht 3. So, jetzt gucke ich nochmal. Da stand ganz klar zu 100% 2. Was willst denn du jetzt? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber da müsste ich sie hier hinschicken und dann den da machen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Aber hey, das spielt jetzt gerade gar keine Rolle. Hier steht 2. Hier steht 2. Wenn dieser Wendigo jetzt da was damit zu tun hat, warum wird das mir nicht angezeigt? Warum zeigst du mir jetzt schon wieder das da hinten an? Hier steht ganz klar 2. Falsch angezeigt. Stimmt nicht, die 2 stimmt nicht. Ist komplett falsch angezeigt. One and only. Das würde von hier aus, würde das passen. Here I go. Ja, würde gehen. So, du musst ja eh hier weg. Frage ist, was kannst du eigentlich machen?
Also du könntest dahin, wo sie ist. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Easy. Warum kannst du von da aus nicht feuern? Nee, Leute, das ist kein rundenbasiertes Spiel. Das ist irgendwie ein Puzzlespiel. Aber mit rundenbasiert hat das da nicht mehr allzu viel zu tun. Das hat leider damit nicht mehr sehr viel zu tun. Rundenbasiert hat das da nicht mehr viel zu tun. One and only. Bin ich mal gespannt, ob die Entfernung jetzt stimmt. Scheint zu stimmen. Ja? Ja. Könnten jetzt sie holen. Ich hoffe echt, dass das jetzt stimmt. Ich habe jetzt hier steht, dass es stimmen soll. Ja, es hat hier hinten schon wieder nicht gestimmt. Es hat hier hinten schon wieder nicht gestimmt. Someone dead. Dann wirst du wahnsinnig, ey. Da wirst du wirklich wahnsinnig. Ich brauch echt eine Pause jetzt, ey. Das war ja echt, das ist ja teilweise ein Puzzlespiel, echt. Du hast doch, sag mal, du stehst doch direkt neben dem. Alter Schwede, das ist echt, das ist schwere Kost. Das Spiel ist echt schwere Kost. I will. Er steht direkt neben ihm, aber direkt nebendran.
Ist draufgegangen, ja. Alter Schwede, Alter Schwede. Okay, bitte gehen. Okay, 75, das kann ich auch von hier machen. I'll try. Done and done. Boah, Wahnsinn, geschafft. Wahnsinn. Right. Let's get this over with. Ja, wir kommen aber erstmal in die Brücke jetzt gleich. Und da rein brauche ich gar nicht. Ja, ich muss nicht so rein. Ach, Scheiße. Okay, dann kommst du erstmal hier hin. Töte die Schattentänzer, ja geil. Gut, dann würde ich sagen, nach dem ganzen Wahnsinn hier, wo es gut angefangen hat und dann hier hinten zu einem wahren Horror-Szenario wurde, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder und dann geht's ab auf die Brücke. Ist hier jetzt nicht so groß, aber das hat absolut nichts zu heißen, absolut nichts. Die KI weiß, wie sie auf engstem Raum Gegner mir entgegenstellen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.